Jo, Leute. Zeig mir dein Aal, Frank. Jo, Leute, was geht ab? Ich bin hier. Und du bist auch gleich wieder weg. Heute mal wieder, Tradeltag Nummer 5, 6 und 7. Tag 5, 6, 7, 8. Ja, wir haben jetzt hier so einen Scheißhaufen gebaut. Deine Leute, da geht auch das Fleisch noch ganz alleine aus. Ja, Mann. Wenn sein Arm ist, geil. Junge, die Schulter ist einfach eher wieder ganz als fucking Tim seine Arme. Weil beide Arme. Weil der Mut, die mussten ja den neu brechen. Weil haben es nicht so richtig zugewachsen. Ja. Hier ist die Kamera. Ganz komische Leute machen sich hier bereit zum Fahren. Da wird sich hier getestridet. Und dann fährt man ganz dorthin gegen die Schubkarre. Jo. Was steht auf deinem Rücken, Adrian? Gar nicht. Dreh dich mal um. Team Pro oder so? Der Fußballknecht. Nein, wie komme ich da noch drauf? Jo, heute übernehme ich mal hier das Video. Die Spasten schieben dort hinten hoch. Jetzt wird das hier testgefahren. Und hier regnet es gerade chillig im Wald. Nee. Ja, es wird hier testgefahren, wie gesagt. Die Leine ist so geil. Ah, die Bot am Senden. Sheesh. Hier kommt der Flo. Jo, hier kommt der Adibot. Fährt dort oben durch die Kurve. Dann kommen die Pumpwellen. Ah, das war ganz schön scheiße. Hier kommt der nächste im Bunde. Das ist der Flo. Shish.
Shish, Alter. Der hat die Säge. Lol. Oh. Shish. Das war schnell. Das war verkackt. Die Wellengesprung, aber hab den Sprung nicht mehr bekommen. Chillig. Ich hab den gecased. Ja, so sieht das halt aus, wenn man nebenbei Fußball spielt. Da verlernt man auch gut und gerne mal das Fahrradfahren. Ja. Oh, Louis. Kleiner Case. Hast du gegen Boden gefahren? Kappa. Ja. Junge, war das nicht. Meiner war. Tschüss. Dort ist die Sonne. Machen wir mal einen kleinen Crosswalk. Hier geht's los. Ist ja alles schon bekannt hier. Durch die Kurve. Oh mein Gott. Kleiner Roller. Dort hat Adibot vorhin hingeschifft. Deswegen ist ja das. So, dann geht's in den Sprung. Dann haben wir hier die Kurve. Geht's dort runter. Da haben wir eine Welle. Hier haben wir noch eine Welle. Hier sehen Sie einen Penner, der mein Fahrrad hält und sich an meiner Narbe aufgeilt. Nico, ja? Genau. Aber raus! Dann geht hier so ein Hüpfer rein, hier in die Kurve. Die haben wir jetzt hier gebaut heute. Hier wird ordentlich gerecht. Ich freue mich auch schon auf mein Kettenschloss, Georg. Ja, das war es eigentlich so. Jo. Jo, heute noch die Kurve halbwegs fertig gebaut. Ist fahrbar, aber die muss dort hinten schon auf die Höhe. Am besten, damit man hier auch ohne Bremsen durchkommt. Jo, und dann wird hier hinten weiter gebaut. Bis zum nächsten Mal.